Hallo zusammen, nach längerer Zeit mache ich mal wieder ein kleines Video und zwar zu dem Thema, was momentan auf YouTube doch etwas hochkocht, über Abgekuift und Skykai. Das Ganze begann jetzt mit dem sogenannten Hater-Video. Ja, das ist mir persönlich eigentlich egal. Das, was viel schlimmer ist, dass die beiden oder diese beiden Kanäle, Plattformen, sage ich jetzt mal, einfach nur betrügen, faken, im Grunde alles, sage ich mal, also es entspricht nichts der Wahrheit. Ob es bei den sogenannten abgekuift ist, sage ich mal, der permanent irgendwelche Leute, Betrüger oder sogenannte Scammer auf seinen Server findet, bestraft oder Leute dort bei ihm in TS und sowas rein. Das ist alles nur gestellt, das ist alles nicht echt. Ja, das gleiche Prinzip nutzt ja auch Skykai. Und jetzt haben die beiden ja diese doch, ja, mit mittlerweile ja, paar Folgen Serie hier von ihren Hater gemacht, wo ich mir sage, okay, man kann sich vieles antun, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Diese beiden auf Skykai so abgeprüft haben irgendwo auch bei ihrer Abonnentenzahl von mehreren hunderttausend eine gewisse Verantwortung. Ja, denen ihre Fanbase besteht und größtenteils aus Minderjährigen, was wirklich zwischen 8 und 15-jährigen Kindern. Und ja, da kann man nicht solche Sachen machen. Das ist einfach nur eine Vortäuschung von Straftaten, die hier getätigt wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das rechtlich überhaupt so genehm ist. Die beiden haben es ja sogar geschafft, mittlerweile in den Nachrichten zu kommen bei RTL. Das Video werden wir uns jetzt einmal anschauen. So. 12 nach 7. Was soll denn eigentlich dieser Quatsch? Nur für ein paar Klicks auf YouTube lösen ein paar Jugendliche einen Polizeieinsatz aus. Für die Jungs ist es ein Riesenspaß. Nur die Beamten finden das überhaupt nicht witzig, denn diese dummen Aktionen häufen sich gerade im Netz. Das kann richtig teuer werden. Stopp, 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 was ist das? Es sind verstörende Szenen, die diese YouTuber hier anscheinend zufällig filmen. Sie werden bedroht, angegriffen und posten die beklemmende Situation live bei YouTube. Einige der Zuschauer scheinen geschockt und wollen den Männern helfen. Warum ruft ihr nicht die Polizei? Das ist kein Scherz, das ist krank. Ruf die Polizei! Ruf sofort die Polizei! Als die dann kurze Zeit später wirklich eintrifft, stellen die Beamten fest, in Gefahr befindet sich hier niemand. Alles nur gespielt. Für die Polizei eine mehr als nur ärgerliche Situation. Es ist heute ganz einfach, technisch eine Live-Übertragung zu starten, ein Livestream. Und das bedeutet ja, dass das, was ich dort sehe, in diesem Moment passiert. Und wir gehen auch davon aus, dass wir ganz akut in diesen Einsatz gehen, mit dem Ziel, eine reale Gefahr abzuwehren. Was sie aber vorfinden, sind YouTuber, die ein möglichst dramatisches Video für ihren Kanal drehen. Denn dafür gibt es mehr Klicks und somit mehr Geld. Für den eigenen Profit Polizeieinsätze riskieren und so wichtige Beamte von anderen Aufgaben abziehen, zumindest in Kiel haben dafür nur wenige Verständnis. Finde ich nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber Belästigung an sich finde ich sowieso nicht gut. Finde ich unterirdisch. Geht gar nicht. Mit den Live-Videos haben die Filmemacher eine neue Dimension erreicht. Denn hier müssen die Beamten sofort eingreifen. Schließlich scheinen Menschen akut in Gefahr zu sein. Solche Scherzvideos haben in den vergangenen Monaten immer wieder zu Einsätzen geführt. Junge Männer werfen Rucksäcke in Menschengruppen. 30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Rennt lieber, wenn euer Leben was wert ist. Oder versuchen Polizisten mit Bombenattrappen zu erschrecken. Erst im November wurde ein YouTuber zu 25.000 Euro verurteilt, weil er sich unter anderem als Polizist ausgegeben hat. Wir verstehen da überhaupt keinen Spaß. Die Folgen sind auch für denjenigen, der so ein Scherzvideo einstellt, unabsehbar. Er gefährdet andere Menschen. Er steht am Ende möglicherweise als derjenige da, der da bezahlen muss für den Einsatz. Und in Frage kommen natürlich so etwas wie Körperverletzung, wenn ich da jemanden geschädigt habe, Nötigung. Das sind alles Rechtsfolgen, die dann geprüft werden müssen. Um solche unnötigen Einsätze zu verhindern und auf die Gefahren aufmerksam zu machen, warnt die Polizei Schleswig-Holstein jetzt im Netz vor solchen Scherzvideos. Denn nur für den eigenen Profit unsere Sicherheit zu riskieren, das geht wirklich gar nicht.
So, wie man in dem Video bereits sehen konnte, ist komplett auch diese Hater-Sache gestellt. Das, was ich bereits angesprochen habe, ja, die Community besteht aus vielen Minderjährigen, die sowas auch ernst nehmen. Wodurch es auch zu diesem Polizeieinsatz und alles gekommen ist. Jeder normal denkende bzw. Erwachsene kann diese Art und Weise von den beiden gar nicht mehr nachvollziehen. Aber das ist halt leider nur ein Bruchteil. Außer, wie bereits erwähnt, dass alles dort nur fake ist. Und jetzt kommt der Punkt, was viel, viel schlimmer ist. Und eigentlich hätte das mal wirklich in die Nachrichten gehört. Dass die beiden besitzen ja einen Minecraft-Server, wo Ränge verkauft werden. Dass man einen Server betreiben kann, dass man vielleicht mit eigenen Rechten und alles schön und gut. Aber diese Summen, die dort verlangt werden, das ist schon nicht mehr normal. Und mit irgendwelchen Angeboten Leute gelockt werden und andere Sachen. Das ist einfach nur Betrug an Kindern, Minderjährigen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, wo die beiden Kapital daraus schlagen, einfach im Grunde, ja, wie sagt man immer, Kinder sind unwissend bzw. noch sehr naiv und das wird hier sowas von ausgenutzt, wo ich mir sage, das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern einfach auch wirklich das gesetzliche Sehen, ist, scheint das hier eine ganz, ganz, ganz auf der Schneide zu stehen, was die beiden betreiben. Ich persönlich kann halt wirklich nur jeden bitten, hier die Videos zu melden bei den beiden, Kanäle zu melden, zu disliken. Also ich bin der Meinung, sowas gehört nicht auf YouTube. Ja, ich persönlich mache es auf Spaß, habe auch kaum Abonnenten und andere Sachen. Das ist auch etwas, was mich gar nicht interessiert. Aber ich nutze es mittlerweile auch, um einfach mal meine Meinung kundzugeben. Und hier muss einfach etwas getan werden. Ja, also es kann nicht sein, dass wirklich Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird für irgendwelche Ränge, was sogar vom Hersteller Mojang gar nicht so gedacht ist. Auch dort habe ich eine E-Mail mittlerweile verfasst, wo ich komplett diesen Sachverhalt der letzten Wochen und alles, was so angefallen ist, dem mal geschildert habe. Ich hoffe auch, dass es dort recht zeitnah eine Rückmeldung erfolgen wird. Und ja, dass hier einfach mal einerseits von dem Spieleentwickler vielleicht mal drüber geschaut wird, wodurch gegebenenfalls die Server gesperrt werden, denen ihre Accounts gesperrt werden, dass da ein Schluss ist. Andererseits kann man sich jetzt hier wahrscheinlich auch mal direkt an YouTube bzw. Google wenden, weil das ist genau das, was negativ Werbung für diese Plattform bringt. Und ja, sollte man definitiv stoppen. Es haben ja auch mittlerweile viele, viele bekannte YouTuber, groß oder klein, hier drauf reagiert. Ob es jetzt die Faker-Videos sind. Mittlerweile haben auch einige Spitze bekommen, was mit diesem Minecraft-Server von einem Abzocke läuft. Und ich kann halt wirklich nur hoffen, dass hier eine richtige Gegenbewegung entsteht und dass diese Leute gestoppt werden. Ja, also sowas darf es einfach nicht geben. Und wie gesagt, bei Kindern, Minderjährigen bin ich der Meinung, hört es einfach mal auf. Und ja, ich bin für jede Meinung immer dankbar. Also gebt ruhig Feedback mit bei dem Thema ab. Und wie bereits in dem Video wirklich gesehen auch, selbst Polizei findet das nicht mehr lustig. Und ja, es gibt, man sieht halt auch bei den ganzen Kommentaren bei den Videos, es gibt zwar mittlerweile sehr viele, die da negativ kommentieren, beziehungsweise einfach die Wahrheit sagen. Aber die Fanbase sind halt wirklich teilweise naiv, beziehungsweise halt wirklich noch Kinder, die halt gar nicht den Sachverhalt verstehen. Ja, dass es halt hier wirklich einerseits Betrug ist, Abzocke. Und ja, ich bin halt immer noch der Meinung, eine Straftat vorzutäuschen, vielleicht sogar noch andere damit anzustiften, sowas nachzuahmen, da ging komplett diese Vorbildsfunktionen von denen komplett daneben. Die denken definitiv nur an ihr eigenes Geld, eigenes Kapital zu schöpfen aus dieser Situation. Und ja, ich kann nur hoffen, dass hier langfristig irgendwas passiert, dass sowas wirklich von YouTube verschwindet. Ja, ich bedanke mich erst einmal und ja, wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag.